Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Es haben sich ein paar Leute gewünscht, dass ich mal das Kompliment erkläre und ich dachte mir, ich zeige es heute einfach mal an der Belle. Ich möchte aber kurz dazu sagen, dass jedes Pferd anders lernt. Also ich kann euch nicht garantieren, dass das bei eurem Pferd auch so klappt wie bei uns. Was man dafür braucht, sind Leckerlis oder noch besser Karotten, weil die sind größer, nehmen die Pferde besser wahr und eventuell eine Gerte. Ich würde sagen, fang einfach mal an. Schritt 1 ist das Warmlaufen. Es ist ganz wichtig, dass eure Pferde vorher warm sind. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an damit. Ich habe die Bells warm gemacht mit Bodenarbeit, wie ihr sehen konntet, aber ihr könnt das auch anders machen. Ihr könnt auch longieren oder reiten, ist eigentlich egal. Wir fangen jetzt mit so einer kleinen Vorübung an. Die Belle macht jetzt gerade nicht so mit, wie sie sollte. Das war die erste Übung. Da tut ihr einfach, wie ihr sehen konntet, die Karotte so zwischen die Beine runter. Das ist auch wieder eine gute Vorübung fürs Kompliment und das macht ihr einfach ein paar Mal, damit das Pferd ein Gefühl dafür bekommt. Ja, wie ihr sehen könnt, ist die Belle dann irgendwie mal so gefühlt von selber ins Kompliment gegangen. Ich musste fast gar nichts mehr machen, deswegen konnte ich es bei ihr nicht so gut erklären. Deswegen habe ich dann später die Samba genommen. Ich habe jetzt mal das Pferd getauscht, weil die Belle, die geht immer von selber ins Kompliment rein. So kann ich euch das nicht gut erklären. Deswegen versuche ich es einfach mit der Samba. Also ich finde, das ist Leckerli. Am besten ist eine Möhre, wie vorhin schon gesagt. Aber ich habe die jetzt vorhin an die Belle schon verfüttert und nehme ich dann ihr Bein. Und lock sie ein bisschen runter, soweit es geht. Und jedes kleine Stück Fortschritt müsst ihr direkt loben. Wenn euer Pferd noch nicht so weit runter geht, ist das überhaupt nicht schlimm. Ihr müsst immer dranbleiben und bei jeder Kleinigkeit loben, aber euer Pferd natürlich auch nicht überfordern. Und ganz wichtig ist, dass ihr mit was Gutem aufhört. Und was noch wichtig ist, dass wenn euer Pferd ins Kompliment geht, dass sie das Leckerli nicht unten gibt, sondern am besten hier oben. Das ist dann gesünder für den Rücken. Ja, gut. Wow. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ich aufhöre. Denn ich habe ja vorhin gesagt, immer mit was Gutem aufhören. Was auch noch wichtig ist, dass ihr euch in Sprachkommando überlegt, also dass ihr irgendwas sagt dabei. Zum Beispiel Kompliment oder irgendwas, was das Pferd gut versteht. Oder halt ein Zeichen, zum Beispiel jetzt hier auf das Bein tippen oder irgendwas anderes. Für mich, dass er dich runterlocken muss, sondern es direkt aufs Kommando kann. Ihr könnt damit anfangen, indem ihr zum Beispiel, wie ich das machen würde, mit der Gerte hier tippe, Kompliment sage und dabei sie dann runterlocke, wie ich es euch vorhin gezeigt habe. Und das mache ich dann so oft, bis es dann irgendwann ohne das Runterlocken funktioniert. Die Belle kann das mittlerweile so ein bisschen, aber mein Samba hat heute das erste Mal das richtig gemacht. Das war's mit dem Video. Ich bin leider nicht die beste Erklärerin, aber ihr könnt es einfach mal versuchen und mir in den Kommentaren berichten, wie es so funktioniert. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!